Willkommen zurück zu einer neuen Folge von OMSI 2, dem Omnibus-Simulator. Heute sind wir mal wieder in Bremen-Nord unterwegs, denn wir werden heute einen Schienenersatzverkehr vom Bahnhof Fegesack ausfahren. Und ich würde vorschlagen, wir setzen uns mal schnell rein und starten die Karre, denn wir müssen gleich schon los. Und dann werden wir heute mal den Zug ersetzen, ja? Der allseits beliebte Schienenersatzverkehr, mit dem macht es immer Spaß zu fahren. Aber darüber können wir gleich nochmal reden. Jetzt würde ich sagen, machen wir erstmal hier die Linie rein. Das ist die 09010. Das ist nämlich die Linie 90E. Und die Route 1. Und da sehen wir schon Ersatzverkehr. Der gute alte Schienenersatzverkehr. Dann machen wir schnell mal hier, bauen wir ein bisschen Druck auf. Damit wir dann auch gleich losfahren können. Können schon mal das Licht anmachen. Und dann müssen wir da vorne rechts. Und dann können die Fahrgäste gleich einsteigen. Ich zeige es euch gleich auch nochmal schnell von außen. Ach ja, und wir sind hier mit dem Facelift unterwegs. Ich dachte mir, man überlegt ja immer vor so einer Folge, üpp-düpp-düpp, was fährst du denn heute? Ne? Und dann dachte ich mir, heute wird es mal ein Facelift. Ja, bin ich so selten gefahren. Ich kann es an einer Hand abzählen. und deswegen dachte ich mir, gut, machst du es heute mal wieder. Hier mit dem Ecomat, glaube ich. Denn in der Realität bin ich auch oft, fahre ich auch oft bei einem Facelift mit. Wobei die hier irgendwie so langsam ausgetauscht werden. Aber im Moment sind noch relativ viele unterwegs. So, gut. Der Druck ist aufgebaut. Oh, der will hier einbiegen. Da war ich jetzt nicht drauf vorbereitet. Ich dachte, der bleibt auf seiner Spur. Okay. Dann fahren wir mal los. Und halt mal schnell hinter der 74. Wir ziehen gleich nochmal vor. Denn wir haben noch 2 Minuten Verfrühung. Das heißt, das können wir uns noch leisten. So. Ich glaube, dann geht es in Richtung Bahnhof Aumund, ne? Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Hier. Genau, Bahnhof Aumund, Klinikum Bremen-Nord und ja, dann geht's über den Betriebshof zurück, über Blumenthal in Richtung Aumund und schließlich hier wieder Fegesack. Also es ist quasi, ja, wenn man so will, eine Ringlinie, ne? So, hier warten jetzt hoffentlich schon alle Fahrgäste fleißig. Oft ist es ja so, bei diesen Schienenersatzverkehr-Haltestellen, dass die nicht die regulären Bushaltestellen sind, sondern dass das nochmal extra Haltestellen irgendwo etwas am Rand sind, wo der Bus dann auch warten kann entsprechend und der normale Busverkehr nicht behindert wird. Gut, kommen Sie rein. Moin. 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 Mahlzeit. Moin, moin. Hey, was geht? Alles fresh und selbst. Guck mal gerade, dass ich mal schnell noch die, den Fahrscheinverkauf anmache. Dann können wir nämlich auch ein paar... Hallo. Moin-Tiet. Ne, Mal-Tiet heißt es ja, ne? Habt ihr mich mal aufgeklärt, weil ich ja nicht wusste, was Moin-Tiet heißen soll. Und da habt ihr geschrieben, Mal-Tiet ist es. Und das heißt wiederum Mahlzeit. Okay, okay. Ja, dann würde ich sagen, sind sie alle drin? Dann starten wir die Fahrt mal. Oder will der auch noch mit? Ja, natürlich nicht. Gut, dann starten wir die Fahrt mal, denn so ein Schienenersatzverkehr dauert ja meistens ein bisschen länger als der normale Zugverkehr. Ich weiß nicht, fahrt ihr oft mit so einem Schienenersatzverkehr oder müsst ihr oft mit so einem Schienenersatzverkehr fahren? Es gibt ja so Bahnstrecken, da wird ständig irgendwie saniert und so oder da passiert irgendwas, da muss man öfter mal mit so einem Schienenersatzverkehr fahren. Ich bin tatsächlich sehr selten in meinem Leben mit Schienenersatzverkehr Bussen gefahren. Bahnhof Aumund. Weil ich immer, wenn ich davon Kenntnis hatte, das gemieden habe, mit dem Schienenersatzverkehr zu fahren, dann bin ich entweder, habe ich irgendwie einen Termin verlegt oder ich bin auf anderen Routen gefahren, weil diese Schienenersatzverkehre sind ja völlig unberechenbar. Ich sehe gar nicht richtig. Können wir hier? Ne. Vielleicht ziehen wir noch ein bisschen vor. So können wir es sehen. Ja, die sind relativ unberechenbar. Die brauchen nicht nur viel länger als ein Zug, sondern manchmal gerät das auch alles ein bisschen aus dem Takt und sowas. Das ist schon nicht so ganz angenehm. Und was ich hier mal erlebt habe, da wurde dann so ein ganzer Zug in 2 Solobusse gequetscht. Ja, hat natürlich nicht funktioniert, ne?
Aber ich würde mal sagen, GG. Props an die Organisatoren. Ich meine, wenn man sowas organisiert und einrichtet, dann achtet man ja darauf. Also meistens fahren ja bei so einem Schienenersatzverkehr zwei Gelenkbusse hintereinander, ne? Also bei so einem normalen Zug. So ist das jedenfalls hier. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber hier ist das so, dass dann zwei direkt hintereinander fahren. Und auch da wird es teilweise mit dem Platz schon sehr knapp. Ah, ich erinnere mich gerade, doch, wir sind mal, da waren wir, glaube ich, in Bonn oder sowas. Oder irgendwo da in der Region. Und da wollten wir mit dem Regionalexpress fahren. Oder Bad Honnef oder sowas war das, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber da wollten wir mit dem Bus fahren. Und da wollten wir mit dem Zug fahren und der blieb dann irgendwann stehen. Und dann hieß es Schienenersatzverkehr. Und der war, das war wirklich nicht schön. Das war ein ganzer Zug, der genau das war es nämlich, in zwei Solobusse gepackt wurde. Und das waren nicht irgendwelche Solobusse, sondern das war, glaube ich, ein O405 oder so. Also diese Hochflur-Solobusse von Mercedes. Die weder klimatisiert sind, noch besonders geräumig sind, noch sonst irgendwelchen Komfort bieten. Ja, und der Bus war natürlich völlig überfüllt und wir standen, glaube ich, so an die Tür gepresst. Und dann sind wir über die Autobahn gefahren, ne? Also, wie man das kennt. Sicherung war auf jeden Fall da. Also, war eine super Fahrt, hat richtig Spaß gemacht. Wir waren, glaube ich, alle froh, als wir da wieder rausfahren. Ich glaube, meiner Schwester war auch relativ schlecht, aber ja, ich weiß gar nicht mehr, warum wir da eigentlich waren. Aber jedenfalls, da, das habe ich mal erlebt. Aber sonst hier ist es jetzt so, ich weiß gar nicht, wie, ich glaube, ich wollte Schienenersatzverkehr deswegen mal fahren, weil hier in der Stadt, in der ich im Moment lebe, jetzt in den letzten Wochen auch Schienenersatzverkehr Busse gefahren sind, weil da auch so Bauarbeiten gemacht wurden oder erledigt wurden. Und da waren das dann eben diese Zweigelenkbusse. Ich musste ich glücklicherweise nicht mitfahren, aber ja. Finde ich übrigens ganz gut, dass die dynamischen Hilfspfeile hier aktiviert sind auf der Map. Dit ist schon nicht schlecht. Hat nicht jede Karte. Ah, wir können fahren. Ja, und Bremen, die Karte deshalb, erstens, weil sie den Schienenersatzverkehr bietet, das ist mir eingefallen, den wollte ich immer mal fahren. Und zweitens wollte ich auch mal wieder auf Bremen unterwegs sein, weil da kamen ja immer mal ein paar Updates raus. Und so baulich gefällt mir die Map ganz gut. Man muss allerdings aufpassen, ich habe letztens mal die KI-Autos auf der Karte eingefügt. Und danach war es nicht mehr gut um die Performance. Stand es nicht mehr gut um die Performance, so kann man sagen. Ja. Da muss man ein bisschen aufpassen. Die sind nämlich, die sind nicht schlecht. Hoppala, hier müssen wir rein. Da vorne ist die Bahnstrecke. Diese KI-Autos, die sind sogar optisch sehr, sehr gut. Aber die sind halt auch echt nicht performance-sparend, glaube ich. Dadurch, dass die optisch so gut sind. Also guckt euch die mal an. Da kann sich manch andere Karte was von abschneiden, ja. In Hamburg sind die zum Beispiel relativ low-poly gebaut. Das ist sicherlich auch nicht ganz unsinnvoll. Dann kann man die Performance oder die Ressourcen dann halt in den Kartenbau stecken. Aber hier sind sie halt sehr detailliert. Also ich hoffe, ich gebe das alles richtig wieder. Wenn ich da jetzt irgendeinen Blödsinn gelabert habe, dann korrigiert mich da gerne. Vor allen Dingen, wenn ihr da irgendwie auch Modder seid und dann in dem Bereich versiert seid. So, bisschen über die Haltelinie drüber geflutscht hier, aber passt schon. Ja, ihr könnt ja mal eure Schienenersatzverkehr-Erlebnisse in die Kommentare schreiben. Das würde mich mal interessieren. Eure schrecklichsten Schienenersatzverkehr-Erlebnisse. Das ist ja immer das große Lob, Los der Subunternehmer, ne? Das ist immer, also da werden immer Subunternehmer eingesetzt. Bei der Rheinbahn war es so, ich weiß nicht, ob das immer so ist, aber bei der Rheinbahn war es so, dass zum Beispiel, wenn die Straßenbahn ausgefallen ist, muss ich mir mal ein bisschen mehr Platz nehmen,
wenn die Straßenbahn ausgefallen ist, dann war das immer so ein Mix aus Subunternehmer und Rheinbahn. Je nachdem, wie die Kapazitäten der Rheinbahn so waren, haben die das teilweise komplett übernommen oder haben dann halt noch so Subunternehmer engagiert. So, ich glaube, die heißen da Brings und... Ach, ich halte ja hier gar nicht. Oder? Halte ich hier? Doch, ich halte hier. Wieso steigen die nicht ein? Hier ist Bahnhof Aumund. Ich fahre noch mal ein Stückchen vor. Okay, offenbar will keiner einsteigen. Ist ja auch nicht schlimm. Macht ja nichts. Dann nicht. Dann halt nicht. Genau. Nee, aber da waren immer so ein... Und... Wie hießen die anderen noch? Shiwi war, glaube ich, auch dabei. Aber die fahren, glaube ich, in ganz NRW. Die haben dann da auch ihren Bus immer geparkt. Über Nacht, wenn da dann... wenn die eben nicht gebraucht waren. Aber egal, jedenfalls da war das immer so eine Mischung. Aber bei der Deutschen Bahn oder bei ja, den ganzen anderen Bahnunternehmen, die es da mittlerweile gibt, ist es ja, glaube ich, so, dass die dann immer Subunternehmer beauftragen. Obwohl die Deutsche Bahn ja auch eigene Busse hat, aber die werden dazu, glaube ich, nicht genutzt. So. Klinikum Bremen Nord. Ja, komisch, das hält die S-Bahn oder der Zug, hält der da auch am Klinikum Bremen Nord? Ist ja sonst eher ungewöhnlich, dass man noch in der Stadt hält. Ich meine, kann natürlich sein, also deswegen weiß ich auch nicht, hier ist es jetzt, hier fahren wir das jetzt mit der BSAG und dann auch auf so einer Linie quasi, 90E, ich weiß nicht, ob das in Bremen irgendwie anders gehandelt wird, aber da wo ich wohne in NRW sind diese Schienenersatzverkehre dann nicht die Stadt irgendwie bedient und haben auch keine eigenen Liniennummern. Fährerkämpe. Okay. Fleischerei Rudi, der Partyservice. Den rufen wir doch mal im Feierabend an. Würde ich sagen. Ja, ich weiß auch gar nicht, ob die BSAG eigentlich Facelifts hat. Als ich da war, habe ich keine gesehen. Also in Bremen. Aber, vielleicht sind die auch schon aussortiert oder sowas. Die fahren ja auch nicht mehr überall. Wobei, die Facelifts sind ja schon noch so ein Modell, was man schon noch sieht. Öfters. Also, jetzt so in Dortmund zum Beispiel, da war ich letztens, da habe ich sehr viele von diesen C2s gesehen. Ich glaube, die haben da auch nochmal eine neue Fuhre. Und MAN haben die auch viel. Die hatten jetzt keine oder wenig Citaros noch. Aber, ja, in anderen Städten sieht man es, glaube ich, schon noch relativ oft. Ach ja, und eine Sache, die, ich weiß gar nicht, hatte ich die schon angesprochen? Ich glaube nicht, ne? Ich habe jetzt gesehen, die Rheinbahn, oder gelesen vielmehr, die Rheinbahn, die hat neue Strecken eingeführt und neue Busse gekauft, nämlich Viertürer, topmodern mit USB-Ladebuchsen und ich weiß nicht, ob da WLAN auch drin ist, das habe ich nicht mehr ganz in Erinnerung. Jetzt weiß ich nicht mehr genau, von welcher Marke die es bestellt hatten. Ich meine irgendwie für VDL in Erinnerung zu haben, aber will da jetzt nichts Falsches sagen. Aber die haben jetzt Metrobuslinien eingeführt, die die Außenbezirke verbinden. Das fand ich ganz interessant. So, meine Damen und Herren, Klinikum Bremen Nord. Mahlzeit. Mahlzeit. Ups. Ich habe einen Fehler gemacht, denn beim Bussimulator habe ich den Blinker auf der Taste, auf der man in OMSI die Ansage weiter laufen lässt, also überspringen lässt. So. Aber macht Spaß, mal wieder in OMSI-Bus zu fahren. Habe ich jetzt wirklich lange nicht mehr gemacht. Werde ich auch wieder öfter machen. Es ist halt, es kommt halt nichts raus, aber es gibt noch eine ganze Menge an Sachen, die ich immer mal abfahren wollte und auch eine ganze Menge an Bussen, die ich immer mal wieder spielen wollte oder mit denen ich immer mal wieder fahren wollte. Also deswegen schauen wir mal. Ach ja, und das OMSI-Forum.
Aber ich komme heute gar nicht mehr aus der Laberei raus. Da können wir ja in der nächsten Folge vielleicht auch nochmal drüber reden. Aber das Omsi-Forum ist wieder zurück. Das große Problem ist, alles, was ich jetzt verlinkt habe in den letzten Jahren, ins Omsi-Forum, um die Mods zu verlinken, funktioniert nicht mehr, weil sich die Linkstruktur verändert hat. Das ist sehr problematisch, weil ich nicht jetzt, keine Ahnung, wie viele Omsi-Videos ich habe. 100 oder 200 Videos, keine Ahnung, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber ich nehme an, so um den Dreh wird das sein. Ich kann jetzt nicht alle Videos durchgehen und die Links ersetzen. Ja, ist blöd. Da war er wieder, der Überhang, der genutzt werden musste. Mensch, das ist aber auch eine Kurverei hier. Stets entlang der Bahnstrecke hier. Okay, da kommt nichts. Da sind wir am Bahnhof Blumenthal. Können wir auch mal absenken zur Feier des Tages. Ja, ein bisschen Verfrühung. Mensch, ich finde das gar nicht so schlecht, diesen Schienenersatzverkehr zu fahren. Guck mal hier. Leute, da haben wir mal abgesenkt. Richtig schön abgesenkt. Mahlzeit. Aber sicher, das mache ich Ihnen fertig. Was wollen Sie? Normal? Wird jetzt gerade nicht angezeigt, deswegen weiß ich es nicht. Hallo, ich hätte jetzt gerne meine Fahrkarte. Ist das ich nehme einfach mal normal. Das kommt nicht gut an. Tageskarte normal, Kurzstrecke, Kombi. Entschuldigen Sie? Das sind. Moment. Kurzstrecke, Einzelticket. Das ist, glaube ich, das Richtige. 10 hat sie gegeben. Das ist hier falsch beschriftet. 10 hat sie gegeben. Was hat das jetzt gekostet? 2 Euro. Dann gibt's. Oh, kostet doch nur. Was kostet das denn? Ich muss es automatisch machen. Es wird nicht ganz korrekt angezeigt. Ich habe eben extra nochmal hier alle Dateien für den Bus neu runtergeladen und überschrieben. Aber das scheint nicht ganz gut geklappt zu haben. Ja. Ich glaube, Sie haben mir das falsche Ticket. Ja, das glaube ich auch. Kurzstrecke wollten Sie, ne? Ne, auch nicht. Hallo? 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 Einzelticket Kind ist auch nicht das Richtige. Hallo, ich hätte jetzt gerne meine Fahrkarte. Ist das möglich? Bitteschön. Danke. Das war eine Tageskarte, die er wollte. Okay, ja, dann stimmt hier irgendwas nicht. Da, ist irgendwas mit der Kasse los. Ist aber jetzt auch kein Drama. Wir werden sowieso nicht so viele Fahrkarten verkaufen. Von daher können wir diesen Drops wohl lutschen. So, wo muss ich denn jetzt? Ich muss hier gerade ausfahren, oder was? Sieht so aus, ne? Ah, dürfen wir fahren? Dann fahren wir doch. Hier in so einem Facelift war das mal, da, das war letzten Sommer, glaube ich. Da bin ich von der Uni nach Hause gefahren. Fräsenbergstraße. Die Fräsenbergstraße. Mühlenstraße. Oh, jetzt wird's aber lustig hier mit meinem Gelenkbus. Gut, dass da kein Gegenverkehr kam. Und da war der ganze Bus klitschnass. Und egal, wo du dich hingesetzt hast, es tropfte auch von oben. Das war gleich das Kondenswasser der Klimaanlage. Aber das war, also das war wirklich nicht schön. Es war kühl, muss man sagen, aber alles nass. Also da waren riesige Pfützen drin. Das war wie, als hätte es im Bus geregnet. Es war halt auch unangenehm, weil du dich nirgendwo richtig hinsetzen konntest. Überall hast du da immer Tröpfchen abbekommen. Ah, hier ist das vielleicht so eine kombinierte Linie quasi, so eine erweiterte Linie, die dann irgendwie die Linie 90 und den Schienenersatzverkehr in einem quasi abhakt. Muss man sich das so vorstellen, oder?
Ich vermute das jetzt einfach mal. Mahlzeit, moin, moin, Mahlzeit, Mahl, Mahlzeit. Ich krieg das nicht mit, dass morgens im Bus mal jemand Mahlzeit sagt. Hier sagen alle morgen. Oder mittags. Sagt man Hallo hier oder guten Tag. Ich glaube, da... Genau, da haben wir jetzt noch Bahnhof Blumenthal. Ah ne, Moment. Friesenbergstraße und dann... Genau, Eggestetter Straße und Bahnhof Turner Straße und dann kehren wir kurz in den Betriebshof ein und dann geht's wieder zurück. Ist der. Das ist hier, glaube ich, diese Nordwestbahn, ne? Die ersetzt wird quasi durch diesen Schienenersatzverkehr. Stopp. Was habe ich in der Fahrschule gelernt? Einmal links gucken, einmal rechts gucken. Links und rechts wurde jetzt gerade mal kurz vertauscht von einer Seite aus. Aber muss man erst machen und dann rüberfahren. Beziehungsweise nicht anhalten, sondern das so im langsamen Tempo machen. Hier natürlich jetzt gerade nicht gemacht. Wäre ich einfach drüber geheizt. Aber es sind ja auch Schienenbauarbeiten. Trotzdem können natürlich auch irgendwelche Baufahrzeuge dann. Oder Schienenbaufahrzeuge. Ah, hier ist... Moment, das ist falsch. Wasserturm halten wir nicht. Es sind aber auch kleine Straßen, durch die man sich hier durchkämpfen muss. Aber irgendwie gefällt mir die Route. Also, doch, Bremen finde ich doch ganz gut. Am Anfang war ich ein bisschen skeptisch, weil ich mir gewünscht hätte, dass es die Bremener City wäre, die da abgebildet wird. Ist es ja leider nicht. Es ist ja leider nur Bremen Nord. Das ist ja eigentlich so ein, ja, fast eigener Distrikt. Über hier. Hakenwehrstraße wollen wir auch nicht halten. Aber jetzt so von der Bauweise und von der Gestaltung her, das ist schon, das macht schon was her. Es ist natürlich nicht das, was man so kennt. Ja? Also zum Beispiel Hamburg, das kennt man einfach, weil da fast jeder schon mal als Tourist war. Gerade in der Speicherstadt, gerade am Hauptbahnhof. Vielleicht auch so in der Richtung Goldbeckplatz oder Borgweg oder was, ne? Dass man da mal irgendwie, ich glaube, das ist auch der Stadtpark, dass man da mal irgendwie war, aber auf jeden Fall eben Speicherstadt und Mönckebergstraße und sowas, das kennt man halt alles. Das ist hier in Bremen nicht so. Oder im Ruhrgebiet, gut, da kennt man vielleicht auch den einen oder anderen Hauptbahnhof, der da abgebildet wird. Das ist hier nicht so, aber gestalterisch ist das schon ganz schön. Bin gespannt, wie Wuppertal wird. Ist ja jetzt angekündigt worden, dass es sehr schön aussehen soll. Und sehr detailliert ausgearbeitet worden sein soll. Und man kann auch die Schwebebahn fahren. Das finde ich nicht schlecht als Feature. Ich bin da einfach mal gespannt. Ah, da sind wir an der Eggestetter Straße. Moin. Eine Kurzstrecke bitte. Bitte. Manchmal gibt es ja so Bekloppte, die dann noch überholen, ne? Letztens erlebt, in so einer Art Kurve, es war eine etwas länger gezogene Kurve, trotzdem total gefährlich, da zu überholen. Ja, hat sich dieser Gefahr, die da entstand, war sich ein Autofahrer nicht so bewusst, hat dann lustig überholt. Ja, da hat der Fahrer auch erstmal mit der Hupe geantwortet, ja? Hat mal kurz erläutert, was er davon hält. Ist das hier der Bahnhof Turner Straße? Nee, ne? Das war, glaube ich, nicht. Sind ja gar keine Bahnschienen in der Nähe. Moment, müssen wir jetzt hier abbiegen?
Ne, ist glaube ich zu klein. Ich fahre mal weiter geradeaus. No risk, no fun, würde ich mal sagen. Wir haben ja ein bisschen Verfrühung. Ach, ich wollte mir ja dieses Omsi Navigation da mal holen. Mensch, Mensch, Mensch. Auch das habe ich vergessen. Sollte ich mir mal wirklich zulegen. Macht einiges einfacher. So. Ah, wir müssen... Oh, richtig gefahren. Mensch. Alter Busprofi hier. Kenn meine Strecken in- und auswendig. Ne? Ich bin noch nie gefahren, diesen SEV davor, vor dieser Folge. Ich, ist ja schon ein bisschen ein paar Tage her, dass ich überhaupt mal Bremen gefahren bin. Ich glaube im Winter das letzte Mal, ne? Aber eines muss man Bremen lassen. Das Release-Event, wo unter anderem... Ja, wo einige YouTuber eingeladen wurden. Ich glaube, Jaja war dabei, Florian Kahle war dabei. Jetzt habe ich bestimmt jemanden vergessen. Aber da waren eben einige YouTuber, da waren die Entwickler dabei und einer von Aerosoft war auch noch dabei. Und das Release-Event war, glaube ich, das coolste. Was Omsi-Sachen angeht. Aber da gab es auch kaum Release-Events bisher. Ah, hier ist Bahnhof Turnerstraße, okay. Da wollen auch welche einstellen. Wo ist denn hier der Bahnhof? Können wir mal angucken. Ah, hier vorne. Ah, okay. Ich verstehe. Müssen die Leute ganz schön weit laufen, ne? Muss man Schilder aushängen, wo der Bahnsteig oder der Bussteig dann ist. Die Bushaltestelle. Aber ich würde sagen, als Schienenersatzverkehrfahrer schlage ich mich nicht ganz schlecht. Ich muss mich einfach auch mal selbst loben, ja? Macht ja sonst niemand in den Kommentaren. Da ist es ja nur immer, Ansgar, oh Gott, um Gottes Willen, mit dir würde ich nicht mitfahren. Ja. Das ist natürlich dann... Da muss man auch mal einen Gegenpol zu setzen. Wird in dieser Folge auch wieder sein. Ansgar, da hast du einen Fehler gemacht und da habt ihr sicherlich auch recht. Ich bin ein bisschen flott für die Stadt unterwegs, ne? Dass ein Schienenersatzverkehrbus Verfrühung hat, das ist ein Ding der Unmöglichkeit. So, und dann kommen wir gleich am Betriebshof Blumenthal an. Da müssen wir dann vermutlich einmal im Kreis fahren. Müssen wir tanken? Alter, wie der fährt. Wollen Sie fahren? Überlass Ihnen gern das Steuer. Bin doch heute mal nicht so. Okay. Und dann würde ich vorschlagen, biegen wir mal ab. Hier kommt... Der biegt ab. Oh. Bleibt stehen, aber das wird nichts. Ach, Leute. Ah, ist wieder das... Muss ich mit der Maus reintun. Ach, da steht jetzt auch einer. Da geht leider gar nichts. Wie befreie ich mich denn jetzt aus dieser Miserie? So, jetzt darf ich hier nicht andetschen. So, und vielleicht schaffe ich es so. Da muss ich ein bisschen was von dem... Das ist eine Unmöglichkeit, dass sie hier keinen Platz machen. Wirklich frech.
Das Problem ist, der hinten rückt ja dann auch auf, ne? Da ist er schon, der Knickschutz. Den habe ich erwartet, sehnsüchtig. Na? Präzisionsarbeit, würde ich mal sagen. Leute! Sowas hätte ich früher nicht geschafft. Ist es jetzt vermessen, sich Omsigott zu nennen? Vermutlich, ja. Gut, das möchte ich. Das möchte ich hier gar nicht. Nee, das lassen wir mal lieber. Den Titel habe ich mir wohl noch nicht erarbeitet. also ja, es ist vermessen. Also, aber ganz schlecht war die Leistung auch nicht. Vielleicht hätte man auch einfach noch ein bisschen länger warten können und ein bisschen besser gucken können vorher. Das gebe ich zu. Müssen wir hier nicht noch schon rein? Ah ne, okay. Ah, hier steigen dann auch direkt Leute ein. Okay, verstehe. Martit. Ja, gut. Da würde ich sagen, wie das weitergeht hier auf der Karte, das seht ihr in der nächsten Folge. Das war jetzt eine ultra lange Folge, aber ist ja vielleicht auch mal ganz schön. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da und schaut auch gerne nächstes Mal wieder rein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.